Hast du schon mal einen Tornado gemacht? Bro, ich zitter. Es ist 9.40 Uhr am Abend. Was machst du mit mir? Also, jetzt bin ich bereit für Stoff. Als Stoffer kannst du halt viel mehr machen. Das wirst du dann eh sehen, wenn du beginnst. Hola, amigos. Freunde, ich bin hyped. Wir haben es 9.20 Uhr. Wir sitzen im Taxi. Es tut mir leid, lieber Taxifahrer. Ich ziehe mir hier einen Gönnergy rein, Leute. Keine bezahlte Werbung, Monte, ich küsse dein Herz. Wir fahren auf jeden Fall wirklich zu einem Special Guest heute. Ich bin sehr gespannt, Digga. Noch nie gesehen, noch nie getroffen. Digga, ich schwör's euch, der pennt so safe noch. Ich weiß, der hat gestern noch gestreamt und so, Leute. Ich glaube, der ist wirklich... Ich bin gespannt. Ich will auch unbedingt seinen Kühlschrank checken und alles, Freunde. Wir werden jetzt herausfinden, ob der wirklich den Sober Oktober durchzieht. Ich hab so wie sie sagen, Freunde. Oh. Ah. Was geht, mein Freund? Was geht, Digga? Amar, wir müssen dich hier leider völlig überrümpeln mit unserem Gepäck. So, nix, Digga. Wir sind hier wieder an der Hut, auf der Hut. Da ist das gute Zeug, Junge, die Zigarren. So muss das sein hier, ohne Witz. Brauchst du viele Zigarren? Brauchst du auch? Nee, gar nicht, Digga. Ich habe immer noch keine einzige davon probiert. Manuel ist ein Genießer. Und wenn du willst, hau dir jetzt eine rein. Bruder, wir haben es 9. Ja, 39. Noch ein Glas Whisky dazu. So, klein Gentleman Jack, Digga, wie ich. Digga, 9.30 Uhr. Digga, der Kollege war bis 6 Uhr morgens wach. Also wirklich, Amar, Props erstmal, vielen Dank, dass du da dir die Zeit nimmst. Ey, normal. Mit also, Sober Oktober und so seid ihr fleißig dabei? Mit Sober Oktober muss ich durchziehen. Hast du schon abgenommen? Also ich glaube so, keine Ahnung, insgesamt denke ich mal so 4-5 Kilo. Freunde, ich habe gesagt, wir ballen einfach eine Einheit zusammen. Ich habe auch Bock, mir seine Form anzuschauen, weil ich habe in der Insta-Story, glaube ich, gesehen, Brust sieht ganz geil aus. Wir werden ein kleines Posing nebeneinander machen. Das wird geil. Ja, ey, voll geil, Digga. Ey, lass mal nebeneinander posen. Lass mal vielleicht noch gegeneinander Fortnite spielen, weil dann werde ich gefickt, Digga. Bruder, Silvan, hast du den Hund? Oder ist es für dich? Ich hab einen Hund. Das ist für die Gäste, Digga. Wenn die Gäste kommen. Für ihn, Digga, für ihn. Leute, es ist zu früh. Oh, Amar, das gefällt mir. Die ESN-Ecke. Du hast hoffentlich mit Code Manuel bestellt, oder? Ich krieg das umsonst. Aber sonst, ey, Code Manuel, Digga. Okay, jetzt müssen wir das hier mal sauber machen, Amar. Was ist das für ein Boden, Alter? Wo bist du denn aufgewachsen, Alter? Bruder, hier hätten wir den Morgen ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, ich habe noch eine kleine Ladung für dich, Digga. Guck mal, da muss man dann direkt sagen, der Manu, gute Erziehung genossen, Digga, macht direkt irgendwo anders, macht's direkt sauber, Digga. Ja, safe, Digga, das ist ja wohl, also das, Freunde, ist selbstverständlich. Wo ist jetzt mein Gönnergy da? Das ist ja ein Progress-Placement oder so. Digga, das fünfte Mal Gönnergy gesagt. Also Grüße gehen raus an Monte, Digga. Ja, ohne Witz, Digga. Es könnte eins sein. Findest du den geilen Geschmack? Jetzt mal Real Talk. Köstlich, schmöchtlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's noch nie probiert. Dann ist jetzt der Moment. Ich hab kein Syphilis oder irgendwas. Bist du sicher? Ja. Wird mal geil sein, Kühlschrank abchecken, aber warum ahne ich Böses? Ich weiß es nicht. Das ist gar nicht der richtige. Komm mit. Das ist der richtige Kühlschrank. Digga, wenn da jetzt so ein verfaulter Schimmelkäse drin ist. Oder? Likör, Corona. Bro, ich schwör auf alles, ich hab in meinem Leben noch nie einen Corona getrunken. Echt? Für mich ist Sober Oktober gerade, aber für jeden anderen kann ja mir scheißegal sein, Digga. Ich mach Sober Oktober. So, ich muss wissen, ich habe manchmal Sprachstörungen. Freunde, wir machen Sober Oktober Reverse. Hast du schon mal einen Tornado gemacht? Oh, tatsächlich? Nein! Ey, guck mal, mit wem sprichst du hier gerade? Das ist ja witzig, Digga. Alter, nicht zu Hause nachmachen. Ich weiß nicht, wie alt deine Zuschauerschaft ist, aber... Alter, was ist denn das für eine... Was, ja, komm. Okay, lass uns jetzt hochgehen, Fortnite gegeneinander spielen, weil das ist ja scheiße. Ja, was von mir aus, Digga. Ich habe Fortnite gespielt, mein Freund. Ich bin Europameister gewesen, vor 5 Jahren, aber... Ja, was ist denn das, Alter? Was ist... Was ballern wir heute übrigens? Das wollte ich dich fragen. Beine. Nein! Nein! Ich mach nur Spaß, Digga. Wenn du am Strand bist und Frauen sehen, dass dein Oberkörper trainiert ist, dein Unterkörper nicht, glaub mir, das ist nicht gut. Boah, guck dir diese Beine an, Digga. Was soll ich denn da noch trainieren? Hast du doch so eine Zitrone für oben? Stell dich dir jetzt wieder hin. Fuck. Ich bin nervös, Bro, ich bin ehrlich nervös. Hau weg das Ding. Bro, ich zitter, was ist hier los? Ich zitter! Einfach ich muss mein Herz pochen. Alter, oh mein Gott, mein Herz ist so. Wobei, nein, ich will dir die Wohnung nicht schon wieder einsauen, Digga. Alter, wenn du mir die Wohnung mit einem Corona einsaust, weil du versucht hast, deinen ersten Tornado zu machen, dann ist für mich in Ordnung. Sehr, sehr viel bei einem Tornado ist Show. Zum Beispiel dieses ganze hier unten rumschwimmen, ja, oder sowas, das ist alles nur Show.
Aber das Wichtigste ist, dass du hier oben, wenn du gerade bist, dass du da so einen richtigen Zack, so einen richtigen Schwung nimmst, damit da so ein Strudel entsteht. Ich habe die Schule abgebrochen, Bro. Das ist zu viel für mich. Okay. Also ich sag dir ehrlich, ist unnötig, wenn hier irgendwas dreckig wird, weil es teuer. Das heißt, du sagst mir hier im Zweideutigen, ich muss es dann zahlen? Ich sag dir das im Deck. Aber ich würde das prinzipiell... Das sieht so falsch aus. Ach so, das ist falsch aus. Okay. Okay, let's go. Ja, auch gar nicht mal so ver... Bro, es hat gut begonnen. Hab ich gerade auf Ernst was das Ganze runtergetrunken? Ja, das ist voll gut, Digga. Ja, aber der Rest halt auch am Boden, ne? Also, no. Also ich muss das mal kurz verarbeiten da jetzt. Digga, der wird gleich einfach Suff im Ding sein im Gym. Willst du noch mal eins probieren, so viel? Das Einzige, was ich gedacht hätte, ich kotze mich an. Da bin ich stolz auf mich. Oh mein Gott, schön, dass du nicht gekotzt hast in meiner Runde. Und ich will jetzt einmal eine Bewertung von 1 bis 10 wissen, bitte. Für den Tornado? Ja. Hat sich's gedreht, gab es einen Tornado? Mhm. Fuck. Ich würde sagen, kennst du Elena Campiri? Ja. So ungefähr wie sie, und sie hat so eine 3 von 10 bekommen. Amar, darf ich noch einen ESN Ready to Drink? Und an der Stelle ganz kurz, Freunde, wisst Bescheid. ESN, besten Deals mit Code Manuel. Genauso wie bei OAs, Baba Sachen. Also Freunde, genauso wie diese Hose, als auch das T-Shirt, als auch die Weste, wisst Bescheid. Von OAs, Freunde, wisst Bescheid, mit Code Manuel immer maximal sparen. Gönnt euch. Zu einem Zip-Hoodie Weste? Sagt ihr Weste. Ich sag dazu Jacke, gell? Nein, ich sag dazu Zip-Hoodie. Was sagt ihr nochmal zu einer richtigen Weste? Wie heißt es nochmal? Gilet. Digga, Gilet. Bro, ich rasier mich heute mit einem Gilet. Was, also, was ist denn? Ich bin ja auch Österreicher. Ich bin ja in Wien geboren, so, ne? Deswegen, ich darf mich darüber lustig machen. So. Das ist so. Aber, Wurzeln? Wien? Aber deine Eltern? Bist du rassistisch? Bro, jetzt wird's kurz ernst. Aus Irak. Irak, okay, krass. Okay. Bist du Rassist? Aber ich habe auch, mehrere Wurzeln. Ich habe Tschechien, Polen, Deutschland, und ich glaube Brasilien auch noch. Zieh nochmal dein Gilet aus. Digga, willst du mich verarschen? Mit 19 hast du so ein Viech dort hängen? Ach du heilige Scheiße. Guck mal, ich habe jetzt schon mal so 2,5, 3 Wochen durchgezogen mit Training. Also jetzt bin ich bereit für Stoff. Also man muss auch sagen, ehrlich, noch 2, 3 Wochen hast du auch schon ein Limit erreicht, natural. Ja, mach mal. Ich muss aber eine Sache wirklich sagen. Digga, real talk. Digga, ESN und More, die machen unglaublich kranke Produkte, Digga. Ja. Isoclear, was sagst du? Das ist mein absoluter Favorit. Trinke ich jeden Tag eigentlich sehr viel. Also 2 Shakes. Ich bin noch aufgewachsen mit Proteinshakes only. Alles, was mit viel mit Milch zu tun hat. Seitdem bin ich laktoseintolerant. Mhm. Und das ist ungeil. Muss ich einfach sagen. Und deswegen Isoclear top. Wasser rein, warm, fertig. Okay, Freunde, kurzes Update. Wir haben es mittlerweile 10.15 Uhr. Pegel, ja, geht. Mama macht sich jetzt fertig. Dann wird das Gym gehittet, Freunde. Wir werden Brust und Rücken ein bisschen machen, okay? Ich werde es so qualvoll wie möglich machen für ihn. Ich würde sagen, wir machen mal 2 Brust- und 2 Rückenübungen und dann schauen wir, wie es dir geht. Okay. Das Wichtige ist, in den Übungen, die du machst und in den Sätzen, wirklich völlig ans Limit zu gehen. Und dann brauchst du auch nicht 10 Übungen machen. Ich mache auch zum Beispiel nur 2 Brustübungen. Aber das ist interessant, weil ich dachte immer, für mich, damit die Leute wissen, so, ich habe vor, weiß nicht, 12 Jahren oder sowas, habe ich 2, 3 Jahre durchgezogen mit Training und sonst gar nichts. Also ne, ich war Leistungssportler, Baseball und so, ne, und das habe ich gemacht. Und jetzt, vor Oktober halt wieder durchgezogen für die Jungs und für mich. Für mich war immer das Ding 4 Brustübungen oder 4 Rückenübungen. Rücken kannst du ruhig 3 bis 4 machen, weil der Rücken einfach viel mehr Muskulatur ist als nur die Brust. Ja. Aber Brust, sag ich dir, es reichen 2 Übungen, ach, krass, 2 bis 3 Sätze, fully ans Limit. Okay, geil. Ah, jetzt habe ich, jetzt weiß ich es. 2 Übungen mit Stoff und ohne Stoff musst du 4 machen, richtig? Fuck, ja, okay, als Stoffer kannst du halt viel mehr machen, weil du schneller regenerierst und so. Das wirst du dann eh sehen, wenn du beginnst. Ganz wichtig auch für dich, Amar. Immer vor einer Übung würde ich dir empfehlen, 1 bis 3 Aufwärmsätze zu machen. Achso, das ist dann Aufwärm, ja? Gut. Ich trainiere immer eigentlich verhältnismäßig recht leicht. Echt? Ja. Also dann stoffst du auf jeden Fall. Und du musst auch wissen, ich bin der schlechteste Erklärer. Okay, okay. Okay, das wird jetzt die Challenge. Gehst einen Schritt vor, dann hast du so einen leichten Zug auf der Brust, okay? Und dann ist das Ziel,
Das einfach so Ding ist. Und schön, man sieht es ja auch, meine lieben Freunde, man muss hier natürlich auch den Stretch mitnehmen in der Brustmuskulatur. Ja, geht schön weit raus, weil man weiß ja auch, ne, man macht immer die Gegenkathete zu der Hypotenuse, damit man auch den Stretch mitbekommt. Und da müsst ihr ganz wichtig, Freunde. Jetzt ziehst du mal runter, genau. Genau das nicht machen, perfekt. Du bleibst genauso, okay? Okay. Dann gehst du langsam wieder zurück. Da solltest du spüren. Ja, das spürst. Aber krass, du hast Dehnungsstreifen. Das ist ein gutes Zeichen. Du hast Gains gemacht. Das ist halt jetzt das Ding. Jetzt erzähle ich dir. Ich habe früher nämlich 55 Kilo gewogen mit 18. Okay. Und dann bin ich mit 18 für fast ein halbes Jahr nach Belgien und habe dort ein richtig schönes halbes Jahr wirklich jeden Tag 4 Megamas getrunken. Du wolltest zunehmen. Ich wollte zunehmen, weil ich war wirklich so ein Strich in der Landschaft. Mhm. Und habe dann 3 Eiweißshakes am Tag getrunken und habe noch 4 Mahlzeiten am Tag gegessen. Ich habe innerhalb von 3 Monaten 30 Kilo zugenommen. Der hat die Massephase durchgespült, Digga. Ich war nie shredded, gar nichts, ne? Das war einfach nur geil, so von der Proportion überall. Und ich war jeden Tag, glaube ich, im Gym. In diesen 3 Monaten, das musst du dir vorstellen, von 55 Kilo selber Körpergewicht, was habe ich da gedrückt? Lass es hochkommen, 40 Kilo. Und dann, diese 3 Monate waren die Steigerung auf 120 Kilo Bankdrücken. Du machst mehr Bankdrücken, als ich jemals gemacht habe. Und ich mache Bankdrücken nicht mal, das ist auch eine Sache. So viele glauben, Bankdrücken ist absolute Mussübung. Das ist Bullshit, es gibt keine Mussübung. Kennst du Ron seine Tassiven Mitten? Digga. Ja, massive Rippen, Digga. Digga, stimmt. Ich vergesse die ganze Zeit, wir haben 9 Uhr morgens und der hat Bier entzündet, Digga. Auf leeren Magen, Alter. Jetzt muss der Punkt stimmen. Die Isotonik ist hier im System. Drei. Ja. 2. Mach noch eine, komm. Was ganz wichtig ist, wenn du trainierst, auch denk dich in deinen Muskel rein, okay? Du willst aus dem Muskel drücken. Warte, Leute, die erst neu im Gym sind, für die ist das immer recht schwer zu verstehen, oder? Wenn ich jetzt sage, denk dich in den Muskel rein. Erst neu im Gym, du hast vor 10 Jahren schon trainiert, oder? Ey, Bro, du bist ja erst neu im Gym, oder? Wie alt warst du, als ich angefangen habe zu trainieren? 9, 7? Bruder. Digga, du warst 7. Hast du da überhaupt schon irgendetwas? Digga, da ist ja gerade in die Grundschule reingekommen. Ey, bist du der Coach jetzt? Eigentlich bin ich der Coach. Wir switchen jetzt Rollen, okay? Amar übernimmt. Es gibt genug Themen, wo ich, glaube ich, mir Tipps von dir einholen kann. Frauen. Real Talk. Wie sieht's aus? Tote Hose derzeit, ich schwör. Tote Hose. Also so, nichts Ernstes. Ist doch schlimm. Naja, Ernstes ist schon nice. Geil. Sagst du ihr das auch? Nein. Ja, du musst über deine Gefühle sprechen, ohne eine Pussy zu sein. Yes. Guck mal, weißt du, worauf Frauen stehen? Nee. Wenn Männer wissen, was sie wollen. Sie sollen nie verweichlichen. Mhm. Sie sollen nie zu anhänglich sein. Das heißt, man muss den Cold Boy spielen. Nein, man muss einfach nur zeigen, dass man weiß, was man möchte und das ist sie. Aber genauso auch Grenzen aufzeigen, weil du bist busy. Der Mann ist geübt, das merke ich. Was ist der Bodycount? Viel? Ich hatte 11 Jahre eine Beziehung. Boah, okay, 11 Jahre, boah, das ist krass, Digga. Wie lange schon aus, wenn man fragen darf? Jetzt erst seit Anfang des Jahres. Aber seitdem ist mein Bodycount so 80, 90 ungefähr. Merkt schon. Ich will's im Abkauf von der Kameramann auch. Und ich sag dir jetzt noch mal ein paar Tipps fürs Leben. Man sollte sich niemals erzwingen, ich brauche jetzt eine Freundin, ich brauche jetzt ein Kind, ich brauche jetzt eine Beziehung, ich brauche jetzt keine Ahnung was. Hast du ein Kind? Nein. Heute mal zu einem etwas anderen Video. Boah, ja. Genau da will ich spüren, da will ich spüren. Da muss ein bisschen angeschrien werden. Ja, ist halt wirklich so. Ja. Zieh weiter. Letzter. Beiß. Ja. Jetzt kannst du mir ja mal ein paar Tipps geben, so über Deep Talk-Themen reden, während wir trainieren. Das ist nämlich das Format jetzt. Wenn euch das gefällt, gerne ein Like da lassen, kommentieren. Ich war jetzt einmal in einer Beziehung 10 Monate. Wie seid ihr auseinandergegangen? Ja. Toxisch. Es war beidseitig perfekt. Achso, okay. Wir haben beide gesagt, nee, passt nicht mehr und dann war das so raus. Nee, meine Ex-Freundin ist eine sehr, sehr tolle Frau. Also weiß ich auch zu schätzen. Ich wünsche ihr immer nur das Beste im Leben. Ich dir auch, Bro. Das war's mit dem Training. Machen hier eine gute alte Rudervariation, okay? Okay. Damit du von hinten schön breit ausschaust. Wenn ihr mit einem Trainingspartner unterwegs seid, mal ein Tipp von mir, fasst ihm dort auch hin, ja, wo er den Muskel treffen soll. Weil, guck mal, wenn ich den jetzt anfasse, dann automatisch spannt er ihn auch plötzlich mehr an. Außen nichts. Deswegen, fasst ihn gerne an auf Bro-Basis. Wenn ihr Manuel seht, fasst ihn gerne an. Genau. Digga, fasst ihn einfach an, Digga. Ist es eigentlich so ein Ding, dass die Fitnessleute vom Sober Oktober mitbekommen haben? War bestimmt wegen Tim und Nico auch hauptsächlich, ne? Und Ron? Bruder, ich hab mit Tim vor einem Dreivierteljahr geschrieben, dass wir uns mal treffen, wieder drehen und so. Ja. Nur bis jetzt keine Antwort. Aber der ist immer der Bandscheibenvorfall und so, ne? Leider. Oder der Arme mit seinem Rücken, Digga. Na, also Tim, besser Mann. Digga, er hat immer noch eine bessere Form als jeder von uns aus der Truppe. Ja, aber wie? What the fuck? Was machst du dafür? Synthol. Synthol, ne? Ist das so Öl? Ich hab's mir gedacht, ja. Warte. George hat das ist ein Film. Er musste einmal die Woche oder so. Auf Ernst jetzt?
Was? Ich bitte wirklich. Filmst du? Nein, gell? Nee. Klar, warte. Hör dich verarscht. Ja, Bro, George filmt nicht mehr. Ich glaube. Ja, er hält sich nur so, er hat einen notorischen Fehler, Bro. Nee. Ich hätte sie irgendwie abgekauft, Digga. Also Real Talk, ich hab leider Gottes, alle sagen immer so, ja nimm dir doch einfach Zeit für dich. Digga, ich hab viele Angestellte auch. Mhm. Ich hab viele Unternehmen, mit denen ich arbeite, ja, oder Partner, mit denen ich arbeite, die auf mich zählen, die sich auf mich verlassen. Da kann ich nicht einfach sagen, jo, ja nee, ich geh jetzt ins Gym. Ja. So, weißt du, und so ist es bei mir halt. Und ich grinde jetzt lieber, als dass ich mich selber verarsche. Das ich Beste weiß, aus mir selber raus. Das Einzige, was ich manchmal finde, Gesundheit ist schon das absolut Wichtigste. Auch, ja. Tipp für dich zum Beispiel, geh, bevor du pennen gehst, eine halbe Stunde spazieren an der frischen Luft. Oder wenn man vom Pennen gehen eine halbe Stunde wächst. Ja, geht auch, wenn du halt dann keinen Herzinfarkt bekommst. Bei mir, ich weiß nicht, mein Herz beginnt das so zu pochen immer. Ich bin Cardio sehr scheiße, weißt du, musst du wissen. Da muss ich noch mehr trainieren. Okay, ja. Wenn du eine halbe Stunde durchhältst, dann... Ja. Vielleicht kommt das jetzt öfters mit dem Corona-Form-Dings. Und wusstest du, in Mexiko, völlig geisteskrank, wenn du dort in die Apotheken gehst, kannst du dir alles kaufen. Wachstumshormone, Testo, Tren, alles. Meine Intention war, dass du nach Mexiko fliegst. Ist geil dort, geiler Strand, geile Dinge. Zeig dir jetzt ein schönes Bild von mir. Mashallah, Junge. Also, Mädels, ich weiß nicht, ob er free ist. Ich bin immer free. Meldet euch bei ihm. Die meisten Leute glauben immer, ja, wenn du ins Gym gehst und so weiter, kriegst du viele DMs von Frauen und so weiter. Bullshit, Bruder. 99% wahrscheinlich wie bei dir, nur... Pamela Reif. War sie bei dir drin? In den DMs? Leider, Bro. Okay, Amar extra ausgesucht, damit wir so wenig denken müssen wie möglich, weil du musst da einfach wirklich nur drücken. Nur drücken einfach, nur drücken. Das ist einfach nur drücken. Es wird geballert. Jetzt wird geballert. 60. Ich bin ja geistesgestört. Was war der crazyste Ort, wo du... Ich sag, das Unnötigste, was ich bis jetzt hatte, war in einem Pool. Ich hatte danach einen Pilz. Das ist eine absolute Gegenempfehlung. In diesem Pool sind halt so, ist halt Chlor drin und da sind ganz viele Bakterien. Und diese Bakterien, bevor sie gefiltert sind durchs Chlor, können sie halt schon bei dir landen. Das war meine einzige Entzündung, die ich jemals hatte. Und das war auch meine schlimmste in meinem ganzen Leben. Das waren richtige Schmerzen, Höllenschmerzen. Bei mir, Bro, war in so Weinbergen. Das hätte ich so... Das war mit dem Tinder-Date, ich war. Ernst jetzt? Ja, Mann. Guck mal, ich sag mal so für die Leute da draußen, wenn ihr sowas mit eurem Tinder-Date macht, ne? Was ja auch nicht schlimm ist, aber ihr wisst, das wird wahrscheinlich nichts Langfristiges. Ich bin jetzt auf Tinder gesperrt. Schon mit zwei Nummern, Bruder. Bro, also du weißt, wenn also nein bedeutet... nicht machen. Da, Freunde, denkt nichts Falsches, daran liegt sich. Ich weiß es also nicht, woran es liegt. Hast du eigentlich Tinder? Nee. Ich auch nicht. Bruder, ich weiß nicht, der ist der krankeste, Digga. Wir kommen an, Digga, der ist direkt auf ich weiß nicht, der kennt Plattformen, die ich nie gehört habe. Nee, Leute, das stimmt nicht. Nee, das sind Gerüchte. George halt, Freunde, George halt. Amar, wer ist denn deutsche Influencerin-Crush? Ich sag dir ehrlich, es gibt viele, die sehr unglaublich hübsch sind. Es gibt auch viele, die ich charakterlich sehr, sehr toll finde, die ich auch schon kennengelernt habe und sowas. Aber das ist so, wir sind halt Bros. Ja. Aber ich muss sagen, zum Beispiel so optisch jetzt einfach, ist so Kim Schiele, die finde ich schon echt sehr, sehr hübsch, Digga. Ich glaube, sie hat einen Freund oder so, deswegen ist es auch weird, wenn ich das sage. Einfach so optisch gesehen, finde ich sie einfach sehr ansprechend. Aber bist du so einer, würdest du eher sagen, so du bist so eher, stehst du auf blonde, braunhaarige, schwarzhaarige? Es kommt ja eigentlich immer auf den Charakter tatsächlich an. Optisch direkt einen zusagen, würde ich sagen blond. Aber Digga, sie muss eigentlich einfach nur süß sein. So liebevolles Ausstrahlen so, und das reicht mir eigentlich schon. Und was ich sehr gerne mag, ist, wenn die Frau auch sportlich ist. Ich track seit 3 Jahren alles, was ich esse. Ernsthaft? Also ich schaue schon wirklich sehr drauf und zu Hause esse ich, würde ich sagen, einmal alle 10 Tage eine Mahlzeit auswärts. Sonst wiege ich alles, track ich alles. Krank, Digga. Seit 3 Jahren jetzt. Bro, das ist übelster Respekt, Digga. Jetzt Kuss, mal Real Digga. Talk, Digga. Kuss. Das ist richtiger Respekt. Kuss. Heftig. Bro, sober Oktober. Ich kam nicht mal drauf klar, 3 Mahlzeiten am Tag zu tracken. Du kannst so viel trainieren, wenn du willst. Bro, wenn du nicht auf deine Ernährung schaust, wirst du einen Scheißdruck aufbauen und wirst du deine Form nicht verbessern können. Deswegen schau dir vorher
Eiweißpulver wie Isoclear etc. hilft euch da einfach sehr, sehr geil. Ich habe zum Beispiel das allererste Mal jetzt getrackt mit den Jungs von MCI, ne, von Tim und Nico. Digga, und Real Talk, es hat mir geholfen, Bewusstsein zu erschaffen, was ist das überhaupt? Wie viel esse ich, um meine Kalorien drin zu haben, um meine Proteine drin zu haben? Mir macht Spaß und ich fühle das. Und guck dir deinen Körper an, guck dir dein Mindset an. Ja. Das ist noch viel wichtiger als dein scheiß Körper, Digga. Machertyp, Digga. Aber deswegen, Bro, auch an der Stelle, wenn du irgendwelche Tipps brauchst oder so, oder ihr, wie auch immer, ich bin da immer da, aber ich helfe sehr gerne. Also das ist das auch, was ich liebe, Freunde, wenn ihr mir DMs schreibt, Fragen stellt und so weiter. Also ich bin stundenlang am Tag in meinen DMs auf Insta und so weiter und beantworte einfach nur Fragen. Das heißt, wenn ihr da Hilfe braucht, let me know, ich bin genauso am Arsch. Wir sehen jetzt hier ein Prachtexemplar von Boxsack. Wir schauen jetzt ehrlich, wie gut er seine Leber trainiert hat. Da, Digga, da hat mir Boxen geübt, oder was? Ich habe ein Jahr lang geboxt. Echtes? Absoluter Special Satz. Wir gehen bis zum Muskelversagen, 10 Sekunden Pause, nochmal bis zum Muskelversagen, 10 Sekunden Pause, nochmal. Also das, wenn wir das jetzt gescheit machen, das brennt dir nochmal alles raus. Das ist echt geil. Geil. Ich zeig dir, wo du ansteigst. Ja, der steigt von alleine an, ne? Der war instant hart. Also. Das fühlt sich gerade ein bisschen an wie so ein Hähnchenbrust, Innenbrustfilet oder so. Schmackhaft, Alter. Einfach schmackhaft. Einfach schmackhaft. Einfach schmackhaft. Wir müssen noch Fotos machen. Freunde, so sonst ist die Realität von Social Media. Oh mein Gott, Digga, halt's Maul. Ja, fick dich. Ja, das Licht ist jetzt hier nicht so geil spannend. Glaub mir wirklich, man kann noch viel mehr raus. Glaub mir, gutes Licht ist alles. Was? Aber... Was? Das trainierst du aber täglich, oder? Irgendwie hat er Pumpe, komme ich nicht. Amar? Achso, ich jetzt auch? Du darfst dir ruhig das T-Shirt ausziehen. Ja, ist halt eine Weste, ne? Kann ich nicht ausziehen. Dann brauche ich eine Schere, Digga, dann schneiden wir es dir so. Ja, bin jetzt sehr gespannt. Okay, wir machen mal die erste Pose. Das ist die Insta-Pick-Pose. Irgendwie sieht es bei mir nicht so ganz aus wie bei dir. Ich weiß nicht warum. An irgendetwas liegt es. Warum kommt mein Herz nicht raus? Du musst doch die Luft rauslassen, okay? Ganz wichtig, die Luft rauslassen. Und dann. Uns fehlt der letzte Schritt, okay? Und dann. Das ist doch vorne. Und jetzt musst du dir aber vorstellen, das müsste Bodybuilder teilweise auf der Bühne machen vor 1000 Leuten. Was würdest du sagen, wie hoch ist mein Körperfettanteil? 23%? Boah, ich bin so schlecht im Schätzen, aber ich würde schon sagen, so 21, 22. Ja. Ich finde es nicht übertrieben und man sieht Ansätze bei der Brust, okay. Schulter. Also ich sag mal so, guck mal, ich habe halt schon mit Testo angefangen, deswegen habe ich hier immer so ein paar Rasierpickel von Testo. Ja, das ist ja das Normalste. Wo sind deine Pickel von Testo? Die sind am Arsch. Also das aber diese richtig solche, großen Eitrinken. Ja. Du hättest mich Corona Prime sehen müssen. Wie viel hast du gewogen? 110. Kein Sport, gar nichts, ne? Ich habe am Tag wahrscheinlich nur bestellt, 17 Capri-Sonnen getrunken, dann irgendwie 15 Red Bull gefühlt, also so 5 würde ich mal sagen, ne? Aber 17 Capri-Sonnen auf real. Unglaublich ungesund gegessen. Immer hier Pizza, immer hier Burger, immer nur fettige Sachen. Guck mal, jetzt könnt ihr euch vorstellen, das sind 85 Kilo auf Stoff, das sind 85 Kilo naturell. Lady. Das ist Reality, das ist Instagram. Das sind 100 Kilo. Ja. Aber Beine ist halt auch bei mir, sag ich dir, das ist eine Schwachstelle so mäßig. Ja. Deswegen, Freunde, alles mit der Zeit, einfach Gas geben. Ich sag auch einen wichtigen Punkt. Digga, jeder nur so, wie er kann. Richtig, ganz einfach. Und auch nur jeder so, wie er will. Wenn jemand diese Journey nicht machen will oder so, dann zwingt euch nicht so. Findet was, was euch Spaß macht. Nicht jeder muss ins Gym gehen, nicht jeder muss das machen. Was ich schon finde, ist, dass jeder Sport machen sollte. Klar, Mann. Weil es verdammt nochmal wichtig ist. Eure Lebenszeit hier auf der Welt verlängert. Let's go. Back zu Hause. Amar wird sich jetzt Eier kochen. Ja. Ich werde mir einen Shake reinhauen, ready to drink. Wisst Bescheid. Verlinkt euch auch gerne unten. Wisst Bescheid, einfach ESN-Link. Code Manuel könnt ihr immer maximal sparen dort. Bekommt meine ganzen Supplements, die ich jeden Tag nehme. Amar, abschließende Worte, die du sagen kannst. Also wenn ich jetzt einmal zusammenfassen muss, Training-wise,
War natürlich gar nicht mal so schlecht. Corona-wise war er tatsächlich sehr, sehr schlecht. So, von der Skala von 1 bis 10, ich würde dir eine gute 3,5 geben. Beschissen. So, eine gute 3,5. Von daher, ich würde auf jeden Fall nochmal an der Form arbeiten, wenn du deinen Corona wegeggst. Okay. Ansonsten war das eigentlich ziemlich solide, was du gemacht hast. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich bedanke mich, mein ich muss sagen, wirklich, dass das Erste, was mein Kameramann. Drexler mal gut hinbekommen hat, und zwar mal korrekten Typen zu connecten, Digga. Ansonsten, Drexler, fick dich. Passt. Kuss geht raus, Mann. Ey, viel Spaß. Tschüss. Perfekt. Ciao, ciao.